Hi ho und willkommen zu meinem Video. Ja, es gibt Neuigkeiten. Inzwischen war der Schreiner da. Ja, also das ist schon bei mir ist es schon wieder eine ganze Weile her, also muss ich jetzt überlegen. Hab aber den Bonus, ich habe hier ja ein Projekttagebuch, wo ich alle Tage, was passiert ist, aufzeichne. Und von daher kann ich dann auch mal nachblättern, wenn es hart auf hart kommt. Also, aber im Moment ist es wie folgt. Wir hatten jetzt den Schreiner da, was übrigens echt toll war, weil der hat sofort verstanden, was ich wollte und hat auch wirklich, der hat mir gesagt, wie, wo, was und was umsetzbar ist. Und das war wirklich, also ja, das war angenehm. Und ja, er war jetzt da. Und wenn ich jetzt noch, ich kann es noch fünfmal sagen, und er war da, und er war da, aber das macht es auch nicht besser. Also, auf jeden Fall, als er dann da war, haben wir als erstes sehr lange mal besprochen, wie der Einbauschrank werden sollte. Und wir hatten ja jetzt eigentlich, meine Mom und ich, den Plan, dass der Einbauschrank aus Mondholz ist, das so ein besonders geschlagenes Holz ist, das angeblich Insekten abhalten soll. Und ja. Aber und der Schreiner hat uns dann erklärt, das sei nicht ganz wahr. Also das Mondholz, das wird die Insekten nicht abhalten, da seien halt keine drin. Oder ja, also sei nicht so die Wirkung, die meine Mom da im Kopf hatte und mir dann auch dementsprechend erklärt hat. Ja, aber was tatsächlich sehr wirksam ist, ist Zirbenholz und von daher sind wir jetzt wieder zurückgekommen zu Zirbenholz bei dem Einbauschrank. Haben aber nicht komplett Zirbe, also die also alles was sichtbar ist vorne und die Abtrennungen sind Zirbe. Aber da, wo es dann an die Wand geht und zur Heizung, da ist dann ein Sperrholz. Das ist so eine ganz besondere Art von Holz, das besonders verleimt wurde. Und ja, das kommt dann da ran und dann wird es dann eingebaut. Was wir auf jeden Fall wissen, ist, dass das in 3 bis 4 Teilen angeliefert werden muss. Also es sind da 3 bis 4 Teile, die dann angeliefert werden, weil es nicht in einem Stück angeliefert werden kann. Aber es wird voraussichtlich in der Wohnung dann von unserem Schreiner und einem Kollegen noch genauer angepasst. Ja, dann haben wir natürlich die Kommode, wo dann der Leo drauf sein soll, auch besprochen. Und was jetzt nicht geht, ist, weil ich wollte eigentlich einmal rundherum, dass der Leo seinen Stall dann da komplett ja, wie bei so einem Aquarium eingerahmt ist. Und das geht aber nicht, das ist nicht ratsam, und weil sonst kriegt man es ja nicht mehr sauber und nichts. Und deswegen ist es jetzt so, dass vorne dann offen sein wird. Aber das ist ja nicht schlimm, man kann es ja dann dafür mit den Rollen, wenn man es dann rumrollen will, weil da Rollen unten dran sein werden, kann man es dann dafür im Ausgleich vorne festhalten und dann kann man Leo genauso gut rum und umschieben. Was auf jeden Fall angenehm sein wird, weil ich habe jetzt die Tage erstmal Leos Stall hochgehoben und habe mir gedacht, das war sehr anstrengend. Ja, dann. Was noch? Ja, dann haben wir natürlich auch noch meinen Schreibtisch besprochen. Aber das war ganz schnell besprochen, weil da ist ja nicht viel Schnickschnack, nichts dran. Das ist einfach also die Schubladen werden dann so breit sein, dass man da ein A4-Papier, also A4-Blätter reintun kann, weil ich gerne da das habe ich gerne in meiner Nähe, die Blöcke und so. Und vor allem das Druckerpapier, damit ich einfach, ja, das dann da habe. Dann, entschuldigt, falls ihr Geräusche von draußen hört, bei uns ist Baustelle in der Gegend. Was noch? Dann war ja noch das Regal. Und das Regal, hab ich eine Erkenntnis gewonnen. Also das Regal wird ja 2 Meter lang und so. Und das Ding ist, wenn das Regal so wie ich es möchte, da ein Zimmer ist, muss ich das Sofa vorm Regal in das Zimmer reinbringen. Also wird das dann
der nächste Schritt sein, wenn dann der Maler weg ist. Habe ich ja schon erwähnt, dass der Maler da. Doch, das habe ich erwähnt, ja. Ah, da gibt es auch Neuigkeiten. Ja. Auf jeden Fall. Ja. Also bis. Ach ja, und dann habe ich ja noch mein Gaming-Regal und das habe ich dann. Da hat er dann gesagt, dass ja, weil ich die Maße und die Größe und alles da dementsprechend hatte. Soll ich das dann doch bitte einfach ihm das Bild schicken? Ja, also jetzt habe ich vergessen zu erwähnen, der Einbauschrank ist Zirbe und der Rest ist Kiefer, aber mit Zirbenseife, Seife hieß es, bearbeitet, wodurch es dann auch nach Zirbe riecht. Und ja, also fand ich irgendwie so eine ganz gute Idee und ja. Ich vermute dann, dass es nicht so glänzend ist, sondern tendenziell eher matt. Weil der Schreibtisch, den ich hier auch habe, an dem ich jetzt zum Beispiel arbeite, der ist sehr glänzend. Und ich denke, der neue, der wird dann im Ausgleich dafür eher ein bisschen eckiger sein und matter. Das war eigentlich alles, was ich dann dazu sagen kann. Er hat dann gesagt, dass er uns ein Angebot macht und er war eigentlich ganz froh drum, dass es nicht sofort sein muss, sondern dass man noch Zeit hat bis so ungefähr im August, September. Ja, und deswegen warte ich jetzt gerade, Stand heute, immer noch auf das Angebot, um einmal zu gucken, wie es mit dem Finanzieren ist. Den Kleiderschrank, den möchte ich immer noch nicht mir vom Schreiner machen lassen, weil ich finde einfach, so ein Kleiderschrank, der geht, da tut es auch einer von der Stange, weil da brauche ich nicht irgendwie irgendwelche besonderen Wünsche oder irgendwie sowas, sondern da geht es einfach mehr oder weniger darum, dass es dann für einfach funktional ist und ich möchte einfach die schönen Möbel, die wichtigen Möbel, die sind für mich so gefühlt vom Schreiner. Und das, wo ich dann, wo dann im Notfall auch mal, wenn der Hase dran rumknabbert, wo es kein Drama ist, ist dann eher das, wo ich dann funktional sehe. Ja, aber dazu gibt es auch Updates. Und ja, dann würde ich sagen, ich beende das Video an dieser Stelle. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, wie es bei euch so ist. Und was ihr so dazu denkt, ihr könnt mir aber auch gerne auf Twitter oder Facebook schreiben oder eine E-Mail an diebell.reachmeatoutlook.com. Ich wünsche euch jetzt eine wunderschöne Zeit. Wir sehen uns. Bis bald. Tschüss.